Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Weihnachten, wobei eigentlich kann es auch Winterzeit heißen. Es gibt nämlich eine neue Chocolate Chips Edition, ab September wohlgemerkt erst. Und zwar die Sorte Lebkuchen. Ja, deswegen stimmen wir uns schon mal ein bisschen auf die kommende Weihnachtszeit und die Lebkuchenzeit ein mit dieser neuen Sorte. Ich bin ein großer Chocolate Chips Fan, das wisst ihr, glaube ich. Ich mag die sehr, sehr gerne. Tatsächlich ist der Klassiker mit der Vollmilchschokolade fast so mit mein Favorit. Aber es gab eigentlich keine Sorte, die irgendwie schlecht war. Ich fand die Sommeredition mit Himbeeren war ganz gut. Gab es noch was mit Erdbeer? Oder gab es noch was mit Sorte Karamell? Die Weißen sind auch lecker. Ne? Jetzt gucken wir mal, was Lebkuchen hier kann. Kann sehr lecker sein, kann aber auch nicht lecker sein, finde ich. Und also ab September könnt ihr die Augen offen halten. Ist eine limitierte Edition, steht hier oben drauf. Und wir schauen jetzt mal, was die können. Und jetzt habe ich gerade den Kleiderschrank geöffnet, um dieses T-Shirt anzuziehen, damit das Ganze hier thematisch auch passt. Übrigens scheint gerade die Sonne. Und es sind kaum Wolken am Himmel. Wollen wir uns mal den schönen Himmel angucken? Nice aus. Schön, oder? Richtig nice. Boah, jetzt kommt der schon wieder. Jetzt habe ich den Faden verloren. Der ist mir eingefallen, dass es natürlich auch dieses Jahr wieder Adventskalender-Videos gibt. Und jetzt ist hier endlich eine größere Wohnung. Jetzt habe ich nicht mehr so solche Probleme, die Sachen irgendwo zu lagern. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie damals in der kleinen Wohnung meine Küche aussah mit den Kartons. Es war echt schlimm. Es war wirklich schlimm. Ich freue mich drauf. Aber gut, es dauert noch. Ich will noch nicht zu sehr Vorfreude wecken. Aber wir können ja mal langsam damit anfangen. Und zwar indem wir uns die angucken. Die Chocolate Chips. Knusperchips mit Lebkuchengeschmack, überzogen mit Milchschokolade 49,7%. Dekoriert mit Zartbitterschokolade. Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. Was es noch enthält, das gucken wir uns an. Und zwar, die erste Zutat ist Zucker, dann haben wir Maisgrieß drin und das ist das, was diesen tollen Geschmack von Chocolate Chips macht. Ich liebe diesen sehr eigenen Geschmack, dieses Knusperigen da drin. Das hat eben diesen Maisgeschmack, ich finde das fantastisch. Es ist Kakaomasse dabei, Kakaobutterstärke, pflanzliche Fette, Palm und Shea, Magermilchpulver, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, Emulgatoren, jetzt ist hier natürlich das Aroma. Also es ist eigentlich alles so das Gleiche, es sind halt immer nur andere Aromen drin, eine andere Zusammensetzung von den Schokoladen, die drin sein können. Hier steht sogar drauf, wie man es trennen soll. Eine Portion sind 8 Stück. 115 Gramm Inhalt. Design gefällt mir, vor allem mit diesem fröhlichen Lebkuchenmann hier. Und hier haben wir die Nährwerte. 39,5 Gramm Zucker, Ballaststoffe, bisschen Eiweiß und 515 Kilokalorien, 26,5 Gramm Fett aus nachhaltiger Beschaffung. Na dann, gucken wir mal rein. Das ist ja interessant. Ich glaube, sie haben die Tüten recycelt, die damals bei der Brezel-Edition noch drin waren. Es gab ja diese Nestle Chocolate Chips Brezel, die waren in der gleichfarbigen Tüte. Passt ja irgendwie nicht zur Optik hiervon. Jetzt ist natürlich möglicherweise, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Testmuster ist oder sowas. Ich habe das ja zugeschickt bekommen, das muss man hier natürlich sagen. Das passt jedenfalls nicht. Deswegen überlege ich, ob sie die Tüten recyceln, weil sie zu viele Tüten produziert haben oder weil sie nicht genügend Brezel-Chocolate-Chips verkauft haben. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Oh, das sind jetzt aber, jetzt schon mehrere Portionen hier. Es sind ja fast schon 3 Portionen der Chocolate-Chips. Sehen aus wie die Klassiker eigentlich, ne? Dass man eben diese Vollmilchschokolade hat und drumherum dann eben diese Deko mit Zartbitterschokolade. Wir gucken noch einmal, wie sie von innen aussehen. Boah, das mit dem Fokus ist immer echt Horror bei so kleinen Sachen. Das ist eben das, was ich meine. Dieses lockere, leicht gelbliche kommt eben vom Mais. Und das hat einfach einen ganz tollen Geschmack. So, dann sage ich mal Mahlzeit. Sie riechen eher nach Schokolade, sind aber auch ummantelt. Vielleicht ist das Aroma eher so da drinnen. Riecht zartbitter, voll mit schokoladig. Oh, die sind aber lecker. Super knusprig. Sehr süß, sehr schokoladig. Und ein tolles Lebkuchenaroma. Schmeckt mir gut. Es erinnert mich, ich kann euch jetzt nicht sagen, woran. Es erinnert mich aber an irgendwas, was ich schon mal mit Lebkuchen gegessen habe. Aber es ist kein Lebkuchen. Also ich will sagen, es ist halt Lebkuchenaroma, man. Es schmeckt nicht original wie Lebkuchen. Es geht natürlich in die Richtung, aber es ist eben ein Aroma. Und irgendwo hatte ich schon mal so ein ähnliches Aroma. Könnt ihr jetzt nichts mit anfangen? Ich will nur sagen,
Mir persönlich schmeckt das richtig gut. Oh, wisst ihr was? Es schmeckt ein bisschen so, wie es bei Dents manchmal riecht, in so Biomärkten. Da riecht das manchmal so komisch. Und also die schmecken nicht komisch, die schmecken echt lecker. Aber ist so ein ganz spezielles Aroma bei, was mich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen an so einen Biomarkt erinnert hat. Mm. Doch wirklich, sehr, sehr lecker. Schönes Lebkuchen-Aroma, sehr schokoladig, sehr knusprig, recht süß. Optik passt. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ich meine, es ist halt schwierig, wenn sie alle in so einer Tüte drin sind, dass die aber so, ja, dass die immer so kleine Brösel überall drauf sind, dass die nicht so perfekt sind. Ne? Also ich meine, wenn man sich die jetzt hier mal anguckt, dann sind da nicht so kleine Brösel drauf. Und hier, da sind überall so kleine Brösel von den anderen Sachen mit bei. Ne? Dann ist Schokolade überall angedutscht. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Aber ich hätte gerne, dass sie wie geleckt aussehen. Ich bin hellauf begeistert. Weihnachten kann kommen. Chocolate Chips, Lebkuchen bekommt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich befürchte, aktuell gibt es die noch nicht. Von daher, ihr könnt gerne im Nachhinein mal schreiben, wie sie euch gefallen haben. Lasst sie euch auf jeden Fall schmecken, wenn ihr sie dann probiert. Und ja, frohe Weihnachten euch. Macht's gut und ciao.